So, hallo, hier ein kleines Vorstellungsvideo von dem Revolver, den ich vorgezogen habe. Ich habe ja gesagt, es kommt noch ein Video in-game. Jetzt kaufe ich mir den mal eben. Ein richtig perverses Teil. Ein bisschen abgeranzt, viel testet, aber dafür sieht es noch immerhin extrem nice aus. Ist ein Bot-Game nur, hier im Hintergrund. Um einfach den Skin ein bisschen hervorzuheben. Ich habe die ganzen Videos jetzt generell auf 3 Videos aufgeteilt, weil sonst wäre es einfach zu lang gewesen. Es wäre ein Video gewesen, es wäre eine Stunde lang gewesen. Da hatte ich keinen Bock drauf, da habt ihr keinen Bock drauf. Deswegen einfach ein bisschen geteilt. Und hier der Revolver sieht richtig geil aus. Fate sieht mega auf dem Revolver aus. Ohne Witz, Mann. Ich bin mal gespannt, wie sich bei dem Teil die Preise gestalten. So, jetzt probieren wir den mal. Man muss hier, es war kein One-Shot, war ein Armschuss. Also man muss hier, wie gesagt, auf dem Trigger, auf der Mouse-Taste draufbleiben. Wenn man nur kurz klickt, wird quasi nur der Hebel betätigt. Und wenn man dann länger drauf bleibt, zieht er quasi durch. Das ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber es schießt sich einfach extrem geil. Auf der rechten Maustaste gibt es dann noch quasi einen Burst-Modus. Ist richtig fett auf jeden Fall. Also wenn du rechtsklick drückst, ich machte quasi diesen, man kennt es aus den alten Western-Filmen, wo der einfach so den Hahn immer nach hinten zieht. Und finde ich ein extrem geiles Feature. Oh, aber man sieht, es ist extrem ungenau. Oh Mann. Was geht mit dem Bot hier? Es sind harmlose Bots. Ich habe, wie gesagt, nur gerade Bots reingemacht, um das ein bisschen zu zeigen. Ich feiere ihn auf jeden Fall extrem.